Hallo. Hallo. Oh Gott, ich sehe so gut aus, nicht? So, es ist wieder soweit und zwar der erste Flohmarkt. Flohmarktzeit! Genau. Ja, der erste Flohmarkt der Saison des Jahres steht vor der Tür. So ähnlich. Ja. Eine Straße daneben, ne? Aber wir müssen sagen, also ich erwarte jetzt keine hohen Sprünge, es ist ein Kita-Flohmarkt. Genau, ein Kita-Flohmarkt. Aber am Nachmittag, genau. Ausschlafen und so. Das ist richtig angenehm. Deswegen, also man sieht, es ist draußen schon hell. Wir müssen aber noch das Auto beladen, aber wir haben auch noch Zeit. Eine Stunde, ja, reicht. Wir haben da Tische, kriegen wir gestellt, ganz entspannt. Ich habe Kuchen gebacken. Das ist quasi. Ich habe zwei Kuchen gebacken. Die Standgebühr. Ich möchte es in diesem Video auch nochmal erwähnen, dass ich unsere Form auch benutzt habe. Nein, ich habe keine Form umsonst gekauft. Deswegen habe ich noch einen Kuchen gebacken. Genau. Man muss dazu sagen, Chrissy wollte unbedingt so eine Hasenform haben. Die war wichtig. Ja, die war wichtig. Jetzt ist da ein Kuchen draus entstanden. Da, genau. Die Kinder werden so glücklich. Es wird der beste Flohmarkt von Welt. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Snacks sind da hinten schon in der Tüte verpackt. So viele brauchen wir zwei heute Kuchen, nicht. Ne? Wir werden jetzt gleich, Hasenkuchen. Gleich in den Keller gehen. Genau, Auto beladen. Heute wird nur der Kofferraum befüllt. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr zu einem Kita-Flohmarkt mitnehmen würdet. Würdet ihr Babysachen mitnehmen, große Sachen, mittelgroße Sachen? Weil ich sag, die Leute kaufen eher größere Sachen. Oder die kriegen das zweite, dritte, vierte, fünfte Kind und kaufen nochmal Babysachen. Aber dann müssen sie schon krass sein. Und ich glaube, bei so einem Kindergartenflohmarkt, Babysachen werden da in Hülle und Fülle sein. Deswegen, ich wäre auch für größere Sachen und Spielzeug. Spielzeug geht. Schuhe und ich möchte auch Mützen mitnehmen. Und. Genau, und wir haben nur den Kofferraum und zwei Kinder. Und wir werden jetzt erstmal gleich in den Keller. Genau. Schnell. So, Chrissy ist fleißig am Sortieren. Ja, ich such die Kinderbettwäsche hier. Ich nehme noch die beiden. Wer ist das denn? So ein paar Sachen haben wir schon hier. Kann das noch irgendwo mit rein? Ja, das können wir schon. So, und da sieht man noch so ein paar unserer Puzzle. Ein paar sind noch vorhanden. Wer also braucht, gerne melden. So, ich fange schon mal an zu beladen. Wie gesagt, heute gibt es nur den Kofferraum. Ein paar Sachen haben wir schon. Bettwäsche, ein paar Kleinkram-Sachen, Bild. Ja, mal gucken, wie viel wir hier reinkriegen. So, Auto ist voll, beziehungsweise der Kofferraum. Ja, bin ich mal gespannt, was da so los ist auf dem Kita-Flohmarkt und wie viel wir verkaufen werden und ob es sich lohnt. Aber auf jeden Fall ist das gut, um mal wieder reinzukommen. So, jetzt sind wir angekommen. So, da hinten habe ich geparkt. So, letzte Tüte. Und gehen wir mal rein. Und hier vorne sind wir schon. Da ist er. Chrissy ist schon fleißig am Aufbauen. So, die ersten Sachen liegen schon. Wir haben jetzt hier zwei so kleine, so eine Art, so eine Tische. Ganz cool. Genau, Klamotten. Vorne kommt Spielzeug hin, Chrissy ist am Sortieren und ich fahre jetzt das Auto weg. So, einmal der Blick hinter unserem Stand. Chrissy ist immer noch fleißig am Sortieren. Ja, irgendwie ist schon wieder voll, aber wir hoffen jetzt gerade, dass unsere Nachbarn nicht kommen, weil dann hätten wir hier noch ganz viel Fläche zum Ausbreiten. Aber sonst sieht er doch schon gut gefüllt aus. Halbe Stunde haben wir noch, bis es offiziell losgeht. Ja, deswegen will ich noch schnell bei den anderen schauen. Die besten Sachen schon mal wegholen? Ja. Ja. Gut, so, wir sind ready. Einmal unser fertiger Stand. Erste Seite mit Spielsachen. Und Klamotten. Und die Nachbarn sind immer noch nicht da. Also, mit viel Glück können wir uns gleich noch ausbreiten. Jo. So, Chrissy ist schon wieder irgendwo hier unterwegs shoppen. Können wir mal gucken gehen. So, hauptsächlich hier Babyklamotten, Kleinkindersachen. So, die Dame ist schon wieder shoppen. Guck mal, wie hübsch. Lecker Kuchen gibt's hier auch. So, Frist ist abgelaufen, wir dürfen uns ausbreiten. Richtig gut, jetzt haben wir ordentlich Platz. Jetzt können wir hier noch ein bisschen auseinander vorstellen alles. Jacken separat machen, Bettwäsche da hinten separat machen. Richtig, richtig gut. So, ich gehe jetzt gemeinsam mit euch einmal rum und zeige euch mal, was hier so alles verkauft wird.
Flohmarkt drinnen stattfindet, denn das schneit ja auf einmal. Eieiei, das wäre natürlich nicht so schön gewesen. Aber wie gesagt, Glück gehabt, dass es heute drinnen stattfindet. Da ist aber blauer Himmel. Ja, also hört wohl gleich wieder auf. So, und schon ist vorbei. Wieder alles eingepackt. So, jetzt noch schnell einladen und dann geht's ab nach Hause wieder. So, wir sind zurück. Kassensturz ist erledigt. Keller ist wieder voll. Auto ist leer. Ja, oh, doch. Aber eine große Tüte sind wir schon losgeworden. Ja. Also man muss ja auch sagen, okay, es waren nur 3 Stunden, es war ein Kindergartenflohmarkt, da waren nicht so viele Zuschauer. Das war schon mega sehr entspannt. Ja. Also wirklich, man hatte kaum was zum Packen, man musste einfach nur Tüten so nehmen, man hatte da super entspannte Fläche, die Kinder konnten spielen, das war eine richtig tolle Kita. Ja, die Nachbarn waren auch alle super. Also, und keine Standgebühr, nur den Kuchen. Genau. Und hat Spaß gemacht und ja, zum Reinkommen wieder fürs Jahr auf jeden Fall eine angenehme super Alternative. Super entspannt. Genau, so, wie viel mal sein. Chrissy schafft es nicht, mal ganz kurz den Geschirrspüler in Ruhe zu lassen. Weil ich noch einiges auf dem Zettel habe wegen Kindergeburtstag. Also, wir haben um die 45 Euro knapp gemacht. Genau, für 3 Stunden ist vollkommen ist okay. Ja. Ja, und wie gesagt, war ja entspannt. Also wirklich für die wenigen Menschen, die da waren, hat sich das schon gelohnt. Auf jeden Fall. Also, wer die Möglichkeit hat, können wir nur weiterempfehlen. Nutzt es auf jeden Fall mal aus, macht das. Und ja. Dann würde ich sagen, Flohmarkt-Saison kann losgehen. Genau, denn beim nächsten Mal wieder so richtig mit morgens um 4 aufstehen und so. What? Juhu. So, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.